Jetzt. Wir haben ein paar Sachen zum Anzaubern. Es gibt schön Bohnen. Diese Figuren hier in der Hecke. So. Kann man eigentlich alle anzaubern. Ja. Genau so. Hey Harry, hier drüben. Nee, jetzt nicht hier drüben. Die Trottel können ja auch einfach mal ihren Mund halten. Okay, gut. Irgendwas hat es eben freigeschaltet hier. Ah, die Bohnen hier. Die Bohnen. Diese zwei Hexenköpfe können euch vielleicht erinnern, wo ich eben angezaubert habe. Da wusste ich nicht. Was hat es jetzt freigeschalten? Aber ist ja schon mal schön. So. So, erstmal alles, glaube ich. Was ist? Na, da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Okay, hier auch nicht, aber hier das Schild kann ich zaubern. Er kommt jetzt, zaubert halt mal mit. Immer dasselbe Problem. Aha. Ah ja, genau, das führt hoch. Ah, das weiß ich noch. Aha, jetzt das dritte Versteck. Jetzt, das weiß ich noch, da muss man schnell laufen, sonst. Es bricht nämlich hier ein. Ja. Muss ich halt am Rand irgendwie lang laufen. So, jetzt dürft ihr eigentlich nicht mehr runterfallen. So. Das war's. Wieder die 13. Bildkarte schon. Nicht schlecht. So, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, was man so holen kann hier. Hier sind noch zwei Rüstungen. Und hier an auf dem Fenstersims hier, oder was das ist. Die Bohnen. Ja. Schön, 616 Bohnen ist nicht schlecht. Dann habe ich mal wieder hier meinen Speicher waren. So. So, und da sind die Wichtel gewesen, das hatte man. Hey Harry, hier drüben! Oben sehe ich einen Kesselkuchen, den hole ich aber gleich. Jetzt mache ich erstmal hier die Kürbisse kaputt. Da habe ich wahrscheinlich schon gedacht, was da drin sein kann oder ist auch. Ist ja klar, ja. Kürbis passt jede zum Teil. Hätten ruhig in alle Kürbispastete rein. Das wäre mir lieber. Die Vogelscheuche auch noch zu dritt. Und da ist ja noch ein Kürbis. Also es gibt hier schön viel zu holen. Und hier noch die Karte. Und ein Versteck soll das auch noch sein. Naja gut, so schwer war das ja jetzt nicht. Haben wir den Kesselkuchen und jo, da hinten könnten wir jetzt zum Greif gehen, aber da habe ich ja gesagt, das mache ich nicht. Das war wirklich Pech, was? Ja, das war Pech, was da passiert. Wird deswegen gefeuert? Genau, das mache ich jetzt nicht mit dem Hippogreif. Das schaffe ich wahrscheinlich so viel. Schaffe ich sowieso nicht weiter. Wenn ich nicht weit komme, meine ich. Genau, was ich vergessen hatte fast, war nämlich das hier. Das wird ein bisschen schwierig, da muss man nämlich die Schalter zuerst drücken, genau. Nee. Oder zu dritt, nee. Nee, ist das Nebenzimmer nicht fantastisch? Genau. Stell dir vor, durch das Porträt kommt man in jeden Stock im Schloss.
Ah ja, genau. Jetzt muss ich diesen komischen Vogel finden. Ah, geht nicht. Jetzt finde ich den mal irgendwie hier irgendwo. Ich glaube, der ist hinter... Ja, da war er. Genau, hier ist der Vogel, da gleich hinten dran ist der Löwe, hier der Wolf und die Schlange war... Müsste doch irgendwo hinten sein. Na genau, so, schnell zum Vogel. Gibt nämlich, ich glaube, ein schönes Geheimnis wird freigeschalten, wenn man das schafft. Das sind ja die... Hallo? Die Haus... Die Wappen von den Häusern von... In Hogwarts. So, genau, jetzt die Schlange, aber wo ist die? Ich raube hier unmöglich Zeit. Ah, hier! Genau. Hast du von Malfoy gehört? Man sollte ihn anklagen, nicht Leidenschnabel. Jetzt der Löwe, der ist hier. Der Löwe. Und zuletzt der Wolf, der wissen wir ja, wo der ist, hier. So, eine Bildkarte, schön. Sorry, keine Zeit zum Quatschen. Bin auf dem Weg zum Laden von Fred und George. Sie verkaufen viele neue Sammelkarten. Ja, aber das interessiert mich jetzt nicht. Interessiert mich nicht. So, dann gehen wir gleich mal zur Unterrichtsstunde in, beim Zwerg hier. Wie heißt denn der? Flitwick, glaube ich. Und zwar diesmal die Aufgabe für Harry. So. Wie komme ich jetzt am schnellsten hoch? Naja, gut. Dann Harry, komm hierher. Hier müsste er sein, ne? Genau. So, erster Stock, glaub. Ja. Speichere ich mal. Na, hier oben haben wir ja auch... Schön, die Wappen sieht man da oben. Hier, Slytherin ist da.